Servus und herzlich willkommen bei Bock auf Holz. Schön, dass auch heute wieder mit dabei bist. Ja, es ist der 31.12. und wir schauen uns nochmal an, was in dem ganzen Jahr 2021 passiert ist. Ich habe mir Folgendes überlegt: Ihr wollt immer die ganzen Outtakes und Verpatzer und Aufreger etc. haben. Also machen wir wieder einen One-Take, das heißt, ich schneide eigentlich nicht. Also ich habe es zumindest mal nicht vor. Außer ich muss mich verhusten, der Hund bellt, weiß der Geil was, dann schneide ich vielleicht mal ganz kurz. Oder sonstige Sachen, wer weiß es auch schon, ne? Aber theoretisch seht ihr jetzt alles, was passiert. Und ich habe mir gedacht, was passt besser zum Rückblick, als wenn wir einfach mal in YouTube reinschauen. Also dann gleich in den Bildschirm und schauen, was jetzt passiert. Gehen wir einfach mal kurz quasi vom 01.01.2021 los bis eben jetzt. Schauen uns das Projekt an. Werden wir mal ein bisschen was erzählen, ob ich das Projekt gut fand, ob ich es schlecht fand, was ihr vielleicht noch anders machen könnt. Aber lassen wir uns doch einfach mal überraschen. Legen wir los. Ja, Leute. Da sind wir jetzt Inhalt des Kanals, das heißt, es zeigt euch, wo es angefangen hat. Hier 1.1. natürlich ganz klar der Ausblick für diesen Jahr. Da habe ich mir viel vorgenommen. Ich habe es mir exakt nicht mehr angeschaut, was ich vornehmen wollte und was ich tatsächlich geschafft habe. Aber gefühlt habe ich weniger geschafft, als was ich mir vornehmen wollte. Mal schauen, ob das jetzt dann morgen, also beim 01.01.2022 besser wird. Ich weiß es nicht, aber wir werden es sehen. Auf jeden Fall, das einzige Projekt, was ich tatsächlich hier umgesetzt habe, war dann... Na, das ist ja ein bisschen doof. Na, dann bleiben wir halt da. Ein bisschen mit der Maus daneben. Naja, gut. Es ist, wie es ist. Ne? Also, so baust du dir einen coolen Handyhalter aus Holz. Da hatten wir davor noch den Livestream gemacht. Den habe ich relativ schnell umgesetzt. Ganz einfach, weil ich ihn zum Stream gebraucht habe. Da habe ich mein Handy reingegeben und konnte halt einfach so mein Handy als, na, wie heißt das wieder, wenn du so die Buttons drücken kannst. Elgato, Streamdeck, genau. Als Streamdeck vernetzen. War super praktisch. Ich habe euch auch dann noch gezeigt, wie man ja dann diese Deckelplatte da noch reinbauen kann. Ganz ehrlich, ich habe sie rausgeschmissen, ich habe sie nie wieder verwendet. Ich lege das Handy rein und gut ist. Also, ihr könnt es natürlich gerne machen, aber brauchen tut es eigentlich nicht. Ja, das nächste coole Projekt war dann die 2-in-1-Vorrichtung. Die habe ich dann doch ein paar Mal verwendet, vor allem jetzt so in der Variante, wie sie gemacht ist. Also mit den zwei Halteklammern etc. hat es wirklich gut funktioniert. Ich habe es zuletzt beim Kinderspielzeug wieder mal verwendet und ja, ich muss sagen, ich habe mich echt sicher gefühlt, wo ich das Ganze zertrennt habe. Also die, wenn ihr sie braucht, gerne nachbauen. Die macht richtig Laune, wenn man sie hat. Dann geht es weiter. Stilvoller Halter für Salz und Pfeffer. Naja, war ein nettes Projekt. Habe mich noch ein bisschen rumgeschaut, habe dann meine Form gefunden, habe das schnell gebastelt. War gleich das erste Mal, dass ich dann mit Epoxykleber gearbeitet hat. Hat ganz gut funktioniert und ja, eigentlich ein ganz nettes Projekt gewesen. Ja, und dann ging es eigentlich los. Das erste Kinderspielzeug auf Bock auf Holz. Wer es einfach ein bisschen knifflig will, Steckpuzzle für die kleine Maus. Ja. Das hat echt gut funktioniert. Ich habe damals ja zwei Stück gebaut. Eins ging dann an einen guten Freund von mir, nämlich an den Thomas. Der, seine Kleine, die hat das dann auch richtig gerne mitgespielt, meine auch. Und ja, hat richtig Spaß gemacht. Da habe ich lernen müssen, dass ein paar Zehntel hin oder her dann doch was ausmachen. Also das, was ich dem Thomas geschenkt habe, ja, das funktioniert. Weil da habe ich nicht die besten Teile rausgesucht, sodass die auch stecken, das, was meine Kleine jetzt noch hat. Naja, kann man so sagen, ist ein bisschen kniffliger. Hat nicht ganz viel Luft. Also da definitiv, entweder ihr seid deutlich präziser beim Bohren als ich, dass dann auch die vier Pins wunderbar passen zueinander, beziehungsweise macht es einfach die Löcher in diesen kleinen Steckklötzchen einfach nochmal größer. Ich habe ja damals, glaube ich, 10er Dübel hergenommen, habe gesagt, ach komm, machen wir einfach 10,5. Das habt ihr schon mal voll vergessen können. Ich habe, glaube ich, dann auf 11 aufgebohrt, aber nachdem du ja dann schon in so einem großen Loch wieder aufbohrst, dann vereiert es das Ganze auch. Also ich würde da wirklich sagen, damit das richtig viel Spaß macht, nimmt es da ruhig, also wenn wir sagen wieder 10er Dübel, locker einen 12er Bohrer her. Also ein bisschen Luft schadet nie, vor allem dann fällt es auch nicht auf, wenn ihr selber gepfuscht habt. Also das eigentlich der Tipp zu dem Video, aber ansonsten hat das richtig Spaß gemacht. Und dann können wir eigentlich auch schon auf die nächste Seite weiterschauen. Boah, nochmal 50 Videos, nicht schlecht. Na, dann schauen wir runter, was wir da alles gemacht haben, ne? So, Gott, geht das weiter. Na gut, klassisch Ausblick von Februar, ich denke mal, die lassen wir weg. Ja, eine Idee, drei Geschenke. Variation. Das Video hat echt Laune gemacht. Also da muss ich auch sagen, die Boxen, die ich gebastelt habe, beziehungsweise die Teelichthalter, die sind auch unter den Freunden weggegangen, wie warme Semmeln. Also die haben richtig Spaß gemacht. Die Schatulle, die habe ich mir aufgehoben und ja, war richtig eine schöne Sache. Dann, wie man einen Kreis an der Kreissäge schneidet. Ja, der gute Küchenhalter. Warte mal, den habe ich doch hier auch noch irgendwo. Da habe ich ihn, ja, die Rolle schaut ein bisschen blöd aus, weil der Hund irgendwie letztens gemeint hat, er muss das ein bisschen zerfetzen, aber meine Güte, ist halt so, ne? Ja, wirklich schönes Projekt, auch das mit den Rundschneiden habe ich auch letztens wieder gemacht für, genau, was ihr erst jetzt gesehen habt, quasi das schnelle Last-Minute-Weihnachtsgeschenk. Funktioniert wirklich gut, ein paar Macken hat es noch, also ich muss nochmal überlegen, weil bei mir das Brett, wenn es so ganz leicht
quasi verschwimmt, also quasi nicht direkt am Anschlag ist, sondern davon sich ein bisschen wegbewegt, hast du natürlich direkt eine Kante in deinen Kreis drin. Das ist ein bisschen suboptimal. Da muss ich mir noch überlegen, wie ich das vielleicht besser hinkriege, sodass ich dann sage, ich kann es nur noch nach vorne und nach hinten führen. Aber eben dann nicht mehr das Problem, dass es mir irgendwie seitlich wegwandern kann. Du darfst mal hier nach hinten. Ja, genau, also da vielleicht so die einzige Sache, wo ich sage, die Vorrichtung könnte man dahin gehen, auf jeden Fall nochmal ein bisschen verbessern. Aber ansonsten eigentlich eine schöne Sache. Das ist der beste Linearanschlag für euch. Ja, das war im Prinzip so mein kleines Review für euch von den ganzen, die ich gebaut habe. Was sind die besten für euch? Das Video kam gar nicht so gut an wie das Original, wo ich gesagt habe, was ist der Beste? Also wo ich quasi die drei gebaut habe und miteinander schon ein bisschen verglichen habe. Oh mein, es ist wie es ist. Ich hatte eigentlich gedacht, dass das so die schnellen, knackigen 3 Minuten 40 für euch sind, wo ihr dann sagen könnt, okay, die Variante taugt mir. Nee, ich baue lieber die, aber mein YouTube-Algorithmus ist halt der YouTube-Algorithmus. Ne? Kann man ja nichts dran ändern. So, wo können wir hochgehen? Ja, der Tischkorb ist für die Spielecke. Die hat richtig Laune gemacht. Also die kann ich euch echt empfehlen. Einzigen Fehler, was ich vielleicht im Nachhinein gemacht habe, ich habe meiner Tochter erlaubt, dass sie die bunt anmalen kann, wobei bunt hauptsächlich schwarz war. Das ist jetzt irgendwie ein bisschen schade, aber meine Güte. Aber ansonsten, das Projekt hat richtig viel Laune gemacht. Also der Korpus mit den Fräsen, so dass das dann alles passt. Auch die Variante, wie man dann quasi perfekt lange Nuten fräsen kann, hat super funktioniert. Ja, die Boxen, gut, Feder-Nut-Boxen. Entschuldigung, mit Deckel etc. Ja, das hat eigentlich alles ganz gut geklappt. Auch das Anlackieren, da habe ich das erste Mal quasi gebeizt und dann mit Sprühpulver Klarlack drüber gejagt. Das hat auch echt gut für mich funktioniert, also da war ich top zufrieden. Das Ganze hat auch super gepasst, also wenn du die Kisten so reinsetzt in das Ding, dann macht das richtig so, saugen sie nicht die rein, also das ist halt genauso so viel Luft, dass sie gut rein und raus geht, aber nicht klemmt. Also da bin ich richtig, richtig zufrieden gewesen und ja, das ging ja dann im Prinzip über ein paar Teile weiter, ging sich in den März rein. Und, oh, da werde ich gerade was an erinnert. Das Päckchen von Mabo. Ja, Mabo. Vielen lieben Dank nochmal an der Stelle für das ganze tolle Holz, was du mir zugeschickt hast. Ich habe jetzt schon ein bisschen Mahagoni verbraten. Die Esche habe ich jetzt ein bisschen verbraten. Das Thermoholz, was dabei war. Also ein paar Projekte habe ich damit schon machen können. Und dann muss ich noch eine Sache jetzt hier offiziell zugeben. Ich habe mit Anfang des Jahres, also ich glaube, das war so im Februar oder so, mit Mabo gewettet, dass ich bis zum Ende des Jahres eben die 1000 Abonnenten knacke. Und wenn dem so ist, dann kommt er zu mir rüber, bringt mir einen Kasten Bier mit. Wenn ich verliere, muss ich jetzt einen Kasten Bier mitbringen und fahre zu ihm hoch. Und ja, er hat mir die ganze Zeit schon gedroht, dass ich den Keller sauber machen muss. Ich muss mal schauen, ob das dann wirklich so ist, aber ich nehme euch da auf jeden Fall mit. Aber in diesem Sinne, Mabo, ich gratuliere dir. Ich habe nicht die 1000 Abonnenten bis zum Jahresende geschafft. Dementsprechend bringe ich dir irgendwo im Laufe des nächsten Jahres mal dein Kasten Bier vorbei. Wir sind aktuell irgendwie so bei 495, also ich glaube mal, wenn ihr das Video seht, hoffe ich einfach, dass wir die 500 schon geknackt haben. Dann habe ich zumindest die Hälfte des Ziels erreicht, damit bin ich auch mega, mega glücklich und sage da auch vielen lieben Dank für eure Unterstützung, für eure Treue, für eure lieben Kommentare und alles, was ihr mir Tolles an den Kanal zukommen haben lassen. Genauso wie die tollen Geschenke da hinten, die Winkel, was ich bekommen habe, die Bohrer, die Süßigkeiten, also auf dem alles. Vielen, vielen lieben Dank, denn ohne euch wird es gar nicht so funktionieren, wie der ganze Kanal funktioniert. Aber Mabo, wie gesagt, den Kasten Bier hast du hier offiziell von mir gewonnen und wir ratschen einfach nochmal aus, wann ich bei dir vorbeischaue. Aber das Päckchen, was du mir geschickt hast, war auch Gold wert. Ja, dann glaube ich, habe ich angefangen, meine ersten Shorts zu machen, weil es ging so das Gerücht herum, Shorts, das boostet deinen Kanal, bringt dir richtig viel Views und Abonnenten und bla bla. Ich dachte so, die anderen machen es fast nicht, könntest du mal der Erste sein. Ja, die haben teilweise gegriffen, also jetzt hier, der mit 90 Aufrufen nicht so wirklich, aber dann kommen noch ein paar, die tatsächlich gar nicht mal so schlecht gegangen sind. Ob es jetzt wirklich Abonnenten gebracht hat oder nicht, habe ich nicht mehr nachverfolgt, weil, sagen wir mal ehrlich, das ist natürlich eine ganz nette Sache, wenn man das machen kann, aber es kostet echt viel Zeit. Also wenn man sagt, das Video ist dann trotzdem nur 45 Sekunden lang, bis du es dann rausgesucht hast, umgeschnitten hast, die ganzen Rahmen drumherum gezogen hast, in den richtigen Format, bla, hochgeladen ist. Also so für ein Video brauchst du dann halt trotzdem fast nochmal eine Stunde. Und die Zeit hatte ich eigentlich dann auch nicht wirklich. Also ab und zu habe ich es noch gemacht, aber ja. Genau. Wie ging es weiter? Nehme ich überhaupt auf? Das hat dann zumindest schon mal 219 Aufrufe geschafft. Und dann letztendlich das Osterei für die ganze Familie. Boah, war echt schon im März Ostern? Krasse Sache. Naja, das Osterei, ich meine, ich habe das ja vorgezogen, weil dann, ne, ihr wisst ja, wenn man mal ein Video macht, so 2-3 Wochen vorher das Video bringen, weil dann haben noch Leute genügend Zeit, es zu schauen, zu suchen, nachzubauen etc. Wenn du es kurz vor dem Event, also in dem Fall Ostern bringst, dann bist du halt schon zu spät dran. Dementsprechend da eigentlich so, glaube ich, die 3-4 Wochen davor halt einfach gebracht.
Aber wenn man schaut, mit 100 Aufrufen war das Osterei wohl nicht das besondere Osterei. Aber macht ja nichts, Spaß hat es trotzdem gemacht. Es steht jetzt, glaube ich, bei der Oma rum und schaut ganz hübsch aus. Nein. Das geht ja gar nicht. Ja, das war auch so lustig. Das ging ja schon mal, hat ja fast 900 Aufrufe gehabt. Das war dann so, denkst du so, ja cool, dann frierst du da einfach so die Nuten rein und irgendwann checkst du dann mal so, dein Anschlag geht gar nicht weit genug. Tja, blöd gelaufen. Aber es ist, wie es ist. Naja, hat ja nichts gemacht, hat dann eine Lösung gefunden, dementsprechend hat das dann funktioniert. Ja, dann kommt, funktioniert der Mechanismus, Spielecke Teil 3. Alter, da habe ich mich so gefreut. Da habe ich mich so richtig gefreut, als der funktioniert, weil den habe ich ja konstruiert. Da habe ich mich auch ewig lang mit Fusion rumgeärgert, wie das mit den ganzen Animationen läuft. Also, dass du dann quasi sagst, du machst Bewegungsachsen und es darf sich dann nur in dem Bereich bewegen, dass ich dann sehen kann, ob das Ding dann da drüber geht oder nicht, wie lang dann die Schenklänge von diesen Achsen sein muss. Ja, es hat funktioniert. Ich war super glücklich. Das Erste, was meine Frau gesagt hat, die Dinger müssen weg, da fällt die Kleine drüber, da stolpert sie, das ist doof, mach die weg. Gut, seitdem sind sie nicht mehr dran, aber der Mechanismus funktioniert. Ich war glücklich, also was will man denn auch schon mehr? Ja, dann ist schon April. Also die ersten 4 Monate haben wir schon dann, besser gesagt die ersten 3 Monate haben wir rum. Das erste Quartal, also Q1, haben wir durch. Mal gleich mal was trinken. Schauen wir mal, was wir so im zweiten Quartal, also April, Mai, Juni, gemacht haben. Ja, da habe ich mich richtig aufgesagt, es reicht. Ich weiß gar nicht mehr, was gereicht hat im April, aber mit irgendwas war ich gefressen oder ich habe es einfach nur so ein bisschen clickbaitig gemacht. Ich kann es euch gar nicht mehr sagen, was ich da wollte damit. Aber dann ein sehr schönes Projekt. Da hinten der Grubenboden, also quasi meine Werkstatt, hat noch so diese alte klassische Grube drin, wo du dein Auto drüber fahren kannst, dann unten ein bisschen rumschrauben kann. Da es jetzt quasi ein alter Hof ist, ganz logisch, musst natürlich auch mal deinen Bulldog drüber jagen. Also das ist ganz praktisch, aber für mich eigentlich relativ doof gewesen, weil die Dielen, die drauf gelegen sind, die waren halt einfach schon, ja, morsch, Wurm zerfressen. Und wenn du da drüber gegangen bist, oh Leute, das war einfach gruselig. Das war echt gruselig drüber zu gehen. Also brauche ich einen Brunnenboden. Habe mir dann eben 3 Tage überlegt, wie ich den bauen kann. Habe jetzt eigentlich eine ganz schöne Lösung gefunden, wobei ich habe seitdem ja auch nie wieder rausnehmen müssen. Also das passt. Jetzt habe ich eine schöne ebene Fläche. Ich kann da dann theoretisch mal Maschinen oder sonstige Sachen draufstellen. Also das Projekt hat sich richtig gelohnt. Ja, das ist nochmal so ein Short. Da bin ich immer noch am Überlegen, ob ich die vielleicht noch ein bisschen nachverfolge. Ist so quasi, ich habe es ja die schnellen Tipps und Tricks genannt, so wie man eine Fräse ganz schnell einstellen kann. Klar, jeder kennt von uns, Bohrrad runter und rein und gut ist, aber manchmal sind es auch so die kleinen Videos, wo man eben sagt, wow, stimmt, geht eigentlich viel einfacher. Oftmals muss man es einmal gesehen haben, um es zu sagen, ja, hätte auch so einfach sein können. Das Format gefällt mir von den Shorts her eigentlich noch ganz gut, aber die dann extra wiederum produzieren, war zumindest zu dem Zeitpunkt noch relativ schwierig, weil ich nicht in der Nähe meiner Werkstatt gewohnt habe, sondern ich habe immer eine Anfahrt von gut 80 Kilometer gehabt. Da habe ich halt geschaut, dass ich die Projekte für euch durchkriege und dann ist halt nochmal so extra kleine Aufnahmen machen, weil bis es dann ordentlich aufgenommen ist, bis eventuell dann, ich sag mal, die Einstellung fehlt, der Kamerawinkel fehlt, man das tatsächlich dann so kurz oder flüssig schnell aufgenommen hat, dass man das in die Minute reinquetschen kann, ist natürlich ein bisschen trickreich. Habe ich das einfach mal hinten rausgeschoben. Jetzt, wo ich schon deutlich näher an meiner Werkstatt wohne, können wir natürlich mal darüber diskutieren, ob wir das Format vielleicht noch mal ein bisschen aufgreifen werden. Aber das ist so eine Sache, wo ich gesagt habe, das ist so ein Short-Format, da könnten wir drüber diskutieren. Ja, Lass es funktionieren war dann auch so ein kleiner quasi Outtake, Highlight aus der Kinderecke. Hat eigentlich recht schön funktioniert. Ja, und dann geht's weiter. Und das gute Ding habe ich ja hier hinten stehen. Einmal schauen wir mal, ob ich drehen kann. Genau, da hinten steht ja das Schleifregal. Da habe ich auch dann noch seitlich meine Winkel mal dran gebaut. So, mal schauen, passt die Kameraeinstellung jetzt wieder? Ja, noch ein bisschen. So schaut es doch schwer aus. Genau, das haben wir ja dann, habe ich dann mal gebaut, weil ich einfach mal meine ganzen Schleifpapiere umsortieren wollte, weil ich habe da hinten noch so ein Regal, da waren dann eben diese kleinen, Schubfächerchen drinnen, da muss ich mal darüber laufen. Dann habe ich mir endlich mal nach langer Überlegung überlegt, okay, gönnst du jetzt einfach mal diese Gitterschleifscheiben, weil die Schleifscheiben, die ich sonst für meine Exzenterschleife hatte, da hatte ich dann nur noch welche ohne Loch oder mit statt 6er mit 8er Lochraster und die haben dann wieder nicht gescheit draufgepasst und die Absaugung war einfach ein Arsch. Jetzt bin ich total happy mit den Gitterscheiben und da werde ich mir jetzt auch wahrscheinlich nochmal einen Nachschub kaufen. Genau, und dementsprechend ist das Regal ganz praktisch. Das werden wir dann wahrscheinlich nochmal nachbefüllen, aber das war richtig, richtig cool. Dazu kommen wir ja eigentlich später auch nochmal, da haben wir ja dann nochmal einen Livestream drüber gemacht, wie man das Ganze bauen könnte als Bauanleitung, aber da kommen wir eh dann dazu. Da haben wir dann tatsächlich mal wieder so ein Tipps und Trick-Dings, das ungefähr genauso funktioniert als Short, wie ich es mochte, mit 2200 Aufrufen, finde ich echt gut. Und da einfach, wie ich halt immer einen gleichmäßigen Abstand fräsen kann, das funktioniert hier an meinem Tisch sehr, sehr einfach.
weil ich quasi über die ganze Tischlänge meinen Anschlag verschieben kann und dann einfach mit Hilfsklötzchen kann man das richtig praktisch machen. Ja, und dann ging es weiter mit 340 Aufrufen, eigentlich auch schon richtig gut für ein normales Video. Ich sollte die Maus nicht drüber tun, ne? Dann kannst du halt nie den Titel lesen. Laubsägearbeiten für Groß und Klein, Anleitung. Ja, das war im Prinzip zum Muttertag die kleine nette Geschichte, wie man sich dann auch noch irgendwo da hinten... Oh, der Stuhl knarzt. Genau. Einmal den Oschi, den ich mir hier so in die Werkbank reinklemmen kann und dann kann ich meine Laubsägearbeit machen. Beziehungsweise, oh, nicht umkippen. Für euch die Variante eben mit Loch, dass man das Ganze sich anzwingen kann. Also auch ein echt schönes Projekt gewesen. Und ja, die Laubsägearbeit, mein. Die Mamis haben halt geschmunzelt. So soll es ja auch sein. Ja, dann geht es ja auch schon wieder los in den Mai, wo dann tatsächlich der Mami-Tag dann auch kommt. Und ja, das war dann auch so das erste große Projekt mit Massivholz, mein Spaghetti-Halter bzw. Spaghetti-Maß. Schön aus Zebrano-Holz gemacht, das ich wiederum vom Abo geschenkt bekommen habe und richtig schön hobeln. Da würde es theoretisch könnte es Outtakes mit Ausraster geben. Ich weiß nicht, ob ich das Hobeln aufgenommen habe, aber nachdem der Wolfcraft-Tisch hier, den ich habe, naja, er ist halt eigentlich gebaut, um jetzt irgendwo mal schnell Renovierungsarbeit zu machen, einen kleinen Leichtbautisch zu haben. Und da ist das Wort ja schon drin. Leichtbau, Leichtbau und Hobeln, das verträgt sich wie Hund und Katz. Also gar nicht. Also wenn ich hobel, wenn der Tisch hier steht, steht er irgendwann dann da hinten in der Werkstatt, weil ich dann immer mitreise, ich stelle mich dann immer drauf und ja, da werde ich richtig zündig. Also da kriege ich dann schon mal so die Wutanfälle, wenn ich dann da nicht so richtig durchhobeln kann oder wieder halbert im Brett drin hängen bleibe, weil dann der Tisch den Rest gewandert ist und ja, da könnte es tatsächlich Ausraster geben, aber ich weiß schon, warum ich das nicht aufnehme. Ich weiß ja schon, weil es da wirklich welche gibt und da werde ich böse, da werde ich echt böse. Genau. Aber ansonsten sehr, sehr lustiges Projekt gewesen, habe mich da auch voll versägt, als ich dann das Ding quasi, also ein bisschen dünner schneiden wollte, habe dann dementsprechend noch mehr hobeln dürfen. Andererseits, ich war danach bolle stolz, als ich es ungefähr grob ausgehobelt habe und ja, soll ich euch was sagen? Ich habe das Maß noch nie hergenommen. Ich wollte schon immer eins haben, fand die Idee auch cool, fand es auch ein schönes Projekt, aber ich habe das Maß noch nie hergenommen. Also ich könnte euch noch nicht mal sagen, ob jetzt die Lochgrößen, die ich da gemacht habe, passt. Kann ich auch nicht sagen. Wenn es einer von euch nachgebaut hat und es ausprobiert hat, schreibt es gerne mal unten in die Kommentare rein, ob die Lochmaße ungefähr passen. Vielleicht sollte ich es auch einfach jetzt mal ausprobieren. Dann kann ich es euch ja erzählen. Ich kapiere es nicht. Links oder rechts? Ja, das ist immer so diese klassische, ich blende euch da oben was ein oder doch da oben. Ja, vor allem, das war ja immer quasi, wenn ich dann moderiert habe, so, hey und macht's gut, hier, blub, seht jetzt ihr das Video oder hier seht jetzt ihr das Video. Da habe ich mir überlegt, was links und was rechts ist. Bis ich irgendwann halt mal geschnallt habe, es ist scheißegal, ob ich sage, hier kommt dann die Playlist und hier kommt dann das Video oder was anderes. Weil nachher, wenn du es halt dann editierst, kannst du das nämlich genau da oder da hinschieben. Ne? Da war ich immer lange überlegt. Okay, du machst rechts das und du machst links das und ja. Irgendwann wird man ein bisschen schlauer. Aber das sind so die Sachen, da musst du halt einfach hart drauf kommen. Ja, Proofwood wurde gehackt, das kennen wir noch alle. Hat ganz gut Klicks und ganz gut Abonnenten gebracht. Also da bin ich mal quasi die virale Sau mitgeritten. Fand es aber auch ganz nett so und komme eigentlich zu den viel schöneren Dings. Jubiläum, ein Jahr Bock auf Holz. Ja, der 14. Mai, da habe ich angefangen letzten Jahres. Und ja, das war ja auch ein One-Take, habe ich euch ein bisschen mitgenommen, warum ich das angefangen habe, wie ich das angefangen habe. Eigentlich ein ganz schönes Video, da habe ich auch gelernt, wo ich auch jetzt wieder aufpassen muss. Deswegen schaue ich meistens nicht ganz in die Linse rein, sondern immer wieder auf den Bildschirm, weil da oben dann steht, dass ich jetzt mittlerweile bei 18 Minuten, oh Gott, schon 18 Minuten, also fast 19 Minuten aufnehme. Weil nach 30 Minuten schaltet sich nämlich meine liebe Kamera ab und nimmt nicht mehr auf. Dementsprechend muss ich da aufpassen, dass das nicht jetzt hier auch wieder passiert. Sonst fehlt euch ja was, das wäre ja schade. Dann Magnetic Marble Run. Ja, das Ding war eigentlich ganz lustig. Hatte ich mir eigentlich gehofft, dass es als Short ein bisschen besser durchgeht. Aber ich sag mal, 1000 Klicks ist jetzt auch nicht so verkehrt. Dann haben wir das natürlich oben ein bisschen nachgebaut. 300 Klicks bin ich zufrieden mit. Ich glaube, das Format selbst habe ich bei John Malecki gesehen. Weiß nicht, ob ihr den kennt. Ganz netter amerikanischer YouTuber. Und der macht das ein bisschen anders, der macht das halt auch Beginner, Amateur, Profi, wobei er halt quasi eher als langjähriger Schreiner, dann hat er einen eingestellt, der auch schon, glaube ich, 4 oder 5 Jahre jetzt mittlerweile im Betrieb bei ihm mitarbeitet und hat sich halt dann quasi den klassischen Rookie, Neuling, Lehrling eingestellt und die machen das halt dann immer, der Rookie baut halt ganz was Einfaches, dann sein länger Angestellter macht halt schon sowas, wo du sagst, das ist schon ganz gut anspruchsvoll und er geht halt dann ab wie Zäpfchen, ne? Macht dann Sachen, wo ich immer sage so, hat mit der Aufgabestellung vielleicht nicht mehr ganz so viel zu tun, aber schaut am Ende schon ganz nice aus. Ich dachte, die Idee probierst du auch mal aus. Bis jetzt habe ich allerdings kein Projekt mehr gefunden, wo ich sage, wo sie es anbietet. Bei der Murmelbahn hat sie es angeboten und da ist der einzige Tipp, haut deutlich mehr Magneten rein. Haut mehr Magneten rein. Also
Am Kühlschrank hat es eigentlich gar nicht gehalten. Wir hatten dann noch so eine quasi Stahlmagnettafel. Da hat es ganz gut gehalten. Und ja, aber ansonsten ist es eine lustige Sache. Also die Kleine hat damit auch gerne gespielt, hingebappt, sich irgendwas Murmel runterhauen lassen. Aber ja, war eine lustige Idee. Aber ich hatte mir tatsächlich erhofft, dass die Magneten deutlich besser halten. Ja, dann kommt schon der Juni. Was haben wir da gemacht? Sprungkasten, stapelbar. Ja, den habe ich für meinen Schwager gebastelt. Der hüpft tatsächlich immer noch brav rauf und runter, rauf und runter. Der hat mich auch schon mal gefragt, ob ich ihm jetzt nochmal zwei so Kästeneinschübe mehr bauen kann, weil langsam reicht ihm die Höhe nicht mehr. Aber gut, soll er bekommen. Muss man halt nochmal ausmessen, wie ich es gebaut habe, weil natürlich habe ich mir eine Zeichnung gemacht, habe es dann anders gebaut wie in der Zeichnung und jo. Ich weiß die Maße nicht mehr. Aber da soll er nochmal zwei bekommen. Dann, ja, das flambierte Eckregal, das hat einfach Spaß gemacht. War tatsächlich gar nicht mal so einfach zu bauen, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich hatte eigentlich gedacht, okay, nimmst halt vier alte Latten, die es halt hier noch rum. Hast, fackelst die so ein bisschen ab, schraubst zusammen und gut ist. Das Zusammenschrauben war schon ein bisschen trickreicher, als ich mir vorgestellt habe. Und das Abflackeln ist vor allem auf so einer Großfläche gar nicht mal so einfach. Also, dass man da ein relativ ebenes, gleichmäßiges Bild hinbekommt, war dann ja nicht ganz so einfach. Aber hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Die Optik von was Abgefackelten mag ich immer noch gerne. Vor allem geölt schaut es dann richtig, richtig gut aus. Und dann hat es auch noch ein Freund von mir bekommen, weil der hat für seine Küche in der Ecke tatsächlich ein Regal gebaut. Er hat gesagt, komm, hier, nimm mit. Ich wollte es nur ausprobieren, wie es funktioniert. Hat Spaß gemacht, nimm mit. Ja, das waren dann auch schon wieder eigentlich, haben wir echt nur zwei Sachen im Juni gemacht? Oha. Naja, soll vorkommen. 1.10.24. Tatsache. Nur zwei im Juni. Fragt mich jetzt nicht, warum. Ach stimmt, da wollte ich ja ein bisschen kürzer treten, weil mir das dann doch zu viel geworden ist mit der Kleinen und Bau und Haus und bla und Dings. Ja, und dann hat es mich, glaube ich, wieder das schlechte Gewissen gedrückt und ich habe doch wieder weitergemacht. Aber ich kann es euch jetzt gar nicht mal sagen, warum ich da nur zwei Projekte gemacht habe. Naja, es ist wie es ist. Ich erinnere mich nicht mehr dran. Das ist ja das Schlimme dran, Leute. Ich vergesse Sachen so wahnsinnig schnell. Tic-Tac-Toe, steckt Spaß für die ganze Familie. Ja, das Ding hat richtig Spaß gemacht und ja, es ist erstaunlich, wie gut kleine Kinder das Spiel kapieren und dich dann auch verhältnismäßig schnell ausspielen. Also, das war cool und dann hat die Kleine halt auch einfach angefangen, so die Klötzchen zu nehmen und halt einen Turm zu spasteln. Kommst selber nicht drauf, weil du bist ja so fixiert, das ist so ein Steckspiel, da musst du das reinstecken und spielst den anderen aus und wenn du in der Mitte anfängst, dann hast du schon fast gewonnen und wenn der andere in der Mitte anfängst, dann sitzt halt einfach in der Ecke rein und dann geht es meistens in eine Pattsituation aus. Aber wenn man dann einfach mal ganz naiv spielt, dann gewinnen tatsächlich auch die Kleinen richtig, richtig gut. Und das Projekt hat auch dicke, dicke Spaß gemacht. Vorbereitung ist alles. Ja, das ist klassisch. Das ist bei mir so. Hier in dem Maschinentisch, wo jetzt gerade der Laptop draufsteht, kann ich ja ganz gemütlich im Prinzip entweder meine Kreissäge oder meine Fräse reinhängen. Und ja, da musst du halt den Stecker einstecken, wahlweise den Staubsaugerschlauch anstecken. Und ja, das habe ich halt da mal wieder voll vernetzt. Ja, ich bin die Ruhe in Person. Da war tatsächlich mal ein Ausraster, den habe ich euch da wunderbar aus Outtake auch rausgenommen. Hat sogar ganze 800 Klicks. Ja, das, da war, an dem Tag lief wirklich alles schief. Also das hat schon angefangen, dass bei den ersten Schrauben reindrehen, Maß dran setzen, die Klötzchen reingehen, irgendwo immer wieder was rausgerutscht ist. Und da wollte ich, glaube ich, gerade die Sitzbank, die Dinger dran schrauben und das habe ich dann festgezwingt und mir alles schön ausgerichtet und hast nicht gesehen und bla 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 und wollte dann noch so ein bisschen anklopfen, dass ich dann mit dem Akkuschrauber, glaube ich, rangekommen bin oder mit dem Streichmaß das nochmal vernünftig hätte machen können und dann fällt die ganze Scheiße wieder zusammen. Oh, ich war sauer. Also da habt ihr tatsächlich euren Ausraster, wenn ihr ihn sehen wollt. Wobei, komm, die 27 Sekunden, die spiele ich euch jetzt nochmal kurz ein. Hier einmal schön anpassen und damit ich das jetzt nachher gleich besser verschrauben kann, ziehen wir uns das einmal kurz vor und werden das Ganze einmal verzwingen. Reiten das schon mal grob vor. So. Ja. Ah, leck mich doch heute am Arsch. Glaubst du, dass der fix dive wie normal? Heute geht's aber richtig schief. Ja. Mein Ausraster. Aber letztendlich, der Sandkasten, der ist richtig, richtig geil geworden. Also die Sitzbank kann ich mir nur empfehlen. Wenn ihr den nachbaut, baut den definitiv so nach. Das Einzige, was man da machen konnte, ich habe dann, was habe ich denn genommen? Douglas hier, 100er Bretter. Gleich 18 dick. Nimmt's mehr. Also wenn man den dann entweder aufräumen will, jetzt im Winter haben wir halt weggeräumt, dass er nicht ganz so der Witterung ausgesetzt ist, beziehungsweise ja, wenn du mal umheben musst oder dich drauf hockst, also 18 ist schon dünn. Das ist, auf die Maße ist 18 dünn, also ich würde mal sagen, nimmst irgendwas um 25 rum, was es halt gibt. Es gibt ja immer die Terrassendiele, die sind ja dann so 24, 26 dick.
Ich glaube, das ist dann am Ende des Tages ein bisschen besser und stabiler. Aber ansonsten, er hält, er ist noch nicht durchgebrochen. Schauen wir mal, was die Jahre jetzt kommt. Aber wenn es sich halt drauf hockst, das fühlt sich schon so manchmal ein bisschen gruselig an. Aber für die Kleinen taugt es, die haben richtig Spaß drin. Er ist total schnell auf- und abgebaut, Deckel auf, Sitzbank drauf, hockst dich mit rein, stellst den Schirm daneben und gut ist. Also der Sandkasten, richtig, richtig cool. Eigentlich war es ein bisschen schade, dass er nur 144 Klicks gekriegt hat, aber mei, es ist so. Vielleicht wird er dann auch im nächsten Jahr besser. Das habe ich jetzt auch gesehen. Ich habe ja letztes Jahr den Andersen Weihnachtsbaum gemacht, wo man aus dem Resthölzel den dann so lustig drehen kann. Der hat jetzt dieses Jahr total Aufwand gekriegt. Also der hat jetzt nochmal fast, glaube ich, 1500 Klicks dazu generiert. Also vielleicht war ich auch zu spät dran für den Sandkasten. Wer weiß es, vielleicht findet er nächstes Jahr nochmal seinen Weg. Oh ja, ganz, ganz was Wichtiges. Für die Videoaufnahme unendlich Power. Also dieses kleine Schälchen unten, die bei mir dann quasi hängen, wo die Powerbank drin ist für die Kamera, dass ich jetzt wie jetzt quasi permanent aufnehmen kann, ohne dass die Kamera den Strom verliert, ich den Akku wechseln muss, etc. Blablabla. Das ist echt Gold wert. Also je nachdem, welche Kamera ihr habt und wie ihr eure Stromversorgung dran bauen könnt, das ist echt eine richtig schicke Lösung. Überlegt es euch. 61 Klicks, fast ein bisschen schade, aber meine Güte, es ist, wie es ist. Aber das kann ich euch wirklich ans Herz legen. Das war richtig, richtig cool. Oh, ich bin schon im August angekommen. Bevor wir im August weitermachen, starte ich einmal kurz die Kamera neu, weil die sackt jetzt schon 26 Minuten. Und wenn ich euch jetzt weiter erkläre, dann haben wir das übersehen. Dann macht es, ich krieg's nicht mit. Und dann rede ich und ich krieg das nicht mit. Dementsprechend, ich starte die Kamera kurz neu, heize mir nochmal den Ofen an, weil langsam wird es schon wieder hier frisch drin in der Werkstatt. Wir haben gerade 10 Grad, da geht noch mehr. Also, bis gleich. So, wieder da. Ja, der Ofen prasselt jetzt wieder schön, frisches Holz drin und wir können mit dem August weitermachen. Ausblick August, das erwartet euch. Ja, die große Sommerpause. Die ging mir tatsächlich ein bisschen länger, als mir lieb war, aber was willst du machen? Erstes Mal quasi Komplettrenovierung eines Geschosses. Da verschätzt du dich manchmal so ein bisschen, wie die mit der Zeitplanung ist. Also ich glaube, mittlerweile sind wir jetzt schon, also wir sind noch nicht fertig. Also das Ganze zieht sich jetzt auch noch ein bisschen. Wir sind jetzt, glaube ich, so 1,5 Monate hinten dran. Aber meine Güte, kommt halt ein bisschen was dazwischen. Mal ist mal krank, mal kann der eine Handwerker nicht, etc. Aber dementsprechend hatte ich euch ja da gesagt, die Videos kommen sporadisch, eventuell gar nicht. Mal schauen. Und im August tatsächlich kam auch kein Video. Also das war beabsichtigt, dass ich da voll Gas geben kann, um einfach den Hausbau ein bisschen voranzubringen, rausreißen, Wände setzen, blablabla. Habt ihr nicht gesehen. Dann hatte ich eigentlich gemeint, so ja, September läuft eigentlich schon ganz gut. Hat eigentlich ein gutes Gefühl, wir sind ganz gut vorangekommen. Kannst du mal wieder so, vielleicht nicht regelmäßig, aber ab und zu mal noch ein Video bringen. Mich hat das Leben gelehrt, dass das dem eben nicht so war. Ich habe euch dann, ich finde meinen Pizzaschieber nicht gebracht im September und das war es dann auch schon wieder. Das war tatsächlich so, dass wir Pizza gebacken haben. Wir haben, glaube ich, sogar noch Freunde eingeladen und da dachte ich mir so, Erwin, machst du eine richtig schöne Pizza vom Stein runter? Ja, habe aber halt meinen Pizzaschieber nicht mehr gefunden. Dann habe ich gedacht, na komm, hast eine Werkstatt, kurz ein Brett zurechtschneiden, Griff dran machen und dann ist auch schon gut. Und wollte es eigentlich gar nicht aufnehmen. Dann habe ich gedacht, warum? Stellst einfach die Kamera auf. Perspektiv, ich weiß gar nicht, ob ich groß Perspektiven gemacht habe, ich glaube schon ein bisschen. Nimmst es auf, machst einfach so einen Kopfhörer auf, Musik an, Video draus und gut ist. Hab dann, glaube ich, eine knappe Stunde gebraucht. Das Video ist 2,40 lang, also hat richtig Spaß gemacht. Mit 100 Klicks finde ich es eigentlich auch ganz cool. Und ja, das hat dann auch richtig Laune gemacht. Dann ging es eigentlich schon weiter mit Oktober. Da war ich eigentlich schon wieder festen Meinung, beziehungsweise da habe ich auch gesagt, ich will jetzt tatsächlich auch wieder ein bisschen mehr für euch machen. Weil das ist echt Wahnsinn. Also ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, aber ich denke mal, das ist immer so ein bisschen zu vergleichen, wenn man in einem Verein drin ist oder eine feste Gruppe hat und man sagt, ja, keine Ahnung, ich kann jetzt mal in den nächsten Monat nicht mitspielen. Irgendwann drückt einem so ein bisschen das schlechte Gewissen, dass man da nicht regelmäßig mitkommt. Und so ist es als YouTuber eigentlich auch. Also ich kenne es ja selber, wenn ich dann irgendwelche Podcasts höre oder auch meine klassischen YouTuber habe, die ich mir gerne anschaue und dann weißt du halt, okay, keine Ahnung, Donnerstag 18 Uhr kommt jetzt das Video von Patrick raus, gehe online und nix. Das ist einfach doof. Genauso ist es bei mir im Podcast. Ich höre 2, 3 an. Das sind welche, die mir richtig gut gefallen. Dann kommt es wieder, ja, wir machen jetzt wieder regelmäßiger. Und dann kommt nichts. Und das wollte ich dann auch nicht. Und habe dann gesagt, okay, in Oktober schaue ich mal wieder, dass ich ein bisschen kleinere Projekte mache, so dass ich zumindest nicht allzu viel Zeit verbringen muss in der Werkstatt und trotzdem noch mit dem Haus vorbeikommt. Aber ihr auf jeden Fall schöne Projekte kriegt zu der ganzen Geschichte. Und ja. Da ging es im Prinzip weiter mit der neuen Zugang in meiner Werkstatt. Da hinten steht sie, meine kleine dicke Abrichtenhobelmaschine. Jetzt habe ich das schon ein bisschen hergenommen. Also ich muss schon sagen, also
ich bin doch ein Stück weit enttäuscht von der Maschine. Also zum einen der Alugusstisch, der drauf ist. Also ich habe bis jetzt nur Fichte drüber gejagt und jetzt ein bisschen Nuss, aber eigentlich davor hauptsächlich Fichte. Und der Alugusstisch, der hat schon oben Riesen und Kratzer drin. Also für Fichte, was jetzt nicht allzu hart ist, klar, da sind immer Äste dabei, aber das ist schon ein bisschen traurig. Dann hat es mir einmal jetzt tatsächlich ein Messer während dem Abrichten gelockert. Das ist dann tatsächlich unten in den Tisch reingefahren, hat dann noch ein bisschen was weggehobelt. Jetzt weiß ich allerdings nicht, ob sich da noch was verzogen hat oder ich jetzt zu blöd war, die Messer einzustellen. Auf jeden Fall, wenn ich jetzt also auf volle Breite irgendwas auf dicke hobelt, dann habe ich links und rechts so ein bisschen Abflach und kriege dann quasi wirklich so einen kleinen Bauch. Hinter muss ich mal schauen, ob ich dann die Messer noch mal besser eingestellt bekomme. Aber die Lehre, die da wiederum bei Schäbach dabei ist, ja, so ganz geil ist es nicht. Vielleicht muss ich mir noch was bestellen, beziehungsweise mal schauen, wie man das Ganze machen kann. Aber ansonsten, unterm Strich, wenn wir fair sind, also klar, sie hat mich jetzt 320 Euro gekostet, ist auf jeden Fall ein gutes Stück Geld. Ob ich jetzt wirklich sagen würde, ich würde sie mir nochmal kaufen, ich weiß es nicht. Einerseits, ich muss sie noch definitiv ein bisschen modifizieren. Der Anschlag, wie ihr gesehen habt in dem Video, ist ja hohl. Also der muss auf jeden Fall mal gerade werden, dass ich da auch, egal welche Dimension ich dran habe, rechtwinklig dann abrichten kann, also quasi die zweite Richtung. Dann, was ich, ja, also ich weiß nicht, warum man sowas macht, wahlweise wahrscheinlich aus Kostengründen, aber ich meine, ich muss jedes Mal den Anschlag tatsächlich wegschrauben, damit ich dann die Absaugung oben drauf kriege, um dann wiederum auf dicke hobeln zu können. Und also ich meine, sie haben zumindest mal quasi nicht in Alu die Gewinde reingemacht, sondern tatsächlich dann auch Stahlmuffen gesetzt, sodass das Gewinde ein bisschen länger hält. Aber wenn du das halt jedes Mal machst, wenn du kurz mal was abrichtest, auf dicke hobelst, vielleicht was anderes wieder abrichten, dicke. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass das Gewinde irgendwann kaputt gehen wird. Und dann lasse ich mir auf jeden Fall einfallen, dass ich den Anschlag, wenn ich ihn dann eh neu baue, auch so baue, dass ich sage, ich kriege dann da definitiv auch gleich die Absaugungsabhaube oben drauf, weil es wäre dann schon schade, wenn es daran dann eigentlich kaputt geht und die Maschine so noch funktionieren würde, aber du einfach den Anschlag dann nicht mehr richtig montieren kannst. Also das ist ein bisschen traurig. Ansonsten muss ich sagen, für das Geld ermöglicht sie mir jetzt definitiv mal mit Massivholz zu arbeiten. Ja, ich weiß, meine Werkstatt ist groß genug, da könnte auch theoretisch das Standgerät reinkommen. Aber ich habe dieses Jahr tatsächlich eigentlich gar nichts in meiner Werkstatt gemacht. Ein bisschen schade. Gut, den Grubenboden habe ich gemacht. Ich wollte eigentlich auch noch ein bisschen umbauen und ein bisschen Platz schaffen. Theoretisch hier meine gruselige Holzecke, die ich da habe, aufräumen. Hinten mein Plattenlager, was ich habe, eigentlich auch noch so ein kleines Regal bauen, was eventuell schiebbar oder drehbar ist, sodass ich ein bisschen besser rankomme. Also da ist wenig passiert. Also bei dem Gerät einerseits ja, andererseits irgendwie nein. Also ich würde mal sagen, wenn ihr tüfteln und basteln wollt, ist das Gerät definitiv was, weil am Ende das Hobelbild ist in Ordnung, denn der Hobelschlag finde ich jetzt nicht so dramatisch, weil wenn man jetzt unten noch dann für das dicken Hobeln sich noch eine längere Aufgabe- und Abgabetisch baut, dann sollte sich das auch nochmal deutlich minimieren. Und was sehr faszinierend wiederum für mich war, also dieses Unboxing-Video gefällt euch anscheinend richtig, richtig gut, weil das hat 2138 Aufrufe bisher. Also wenn man sonst meine Videos anschaut, die immer so bei zwischen, ich sag mal, 100 und 200 Aufrufen liegt, ist das auf jeden Fall mal wieder eins dieses Jahr, was richtig, richtig durch die Decke gegangen ist und hat mir auch tatsächlich richtig viel liebe neue Abonnenten beschert. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Freut mich, dass ihr jetzt auch dazugefunden habt. Und dann ging, glaube ich, für dieses Jahr das für mich persönlich coolste Projekt ever los und das war die Werkbank für meine kleine Maus. Das hat richtig, richtig Spaß gemacht, weil es eigentlich mein erstes komplettes Voll-Massivholz-Projekt war. Also so nicht nur dieses kleine nette Spaghetti-Holz-Maß-Dingens, sondern wirklich eigene Leimplatte machen, einen Mechanismus reinbauen, Zapfenlöcher, Schlitz- und Zapfenverbindungen, also alles so richtig schön Massivholz. Das Untergestell hat richtig Spaß gemacht. Es hält auch ganz gut und für alle, die die Teile jetzt schon angeschaut haben, nein, ich habe es immer noch nicht verleimt, verschraubt, es hält auch so. Also ich glaube, ich werde es auch einfach jetzt erstmal so lassen. Mal schauen, bis die Kleine das auseinanderwerkelt, wobei, was die gestern gemacht habe, ich glaube, die Werkbank hält. Die hält. Also man könnte dran werkeln, man könnte es aber halt auch aus Klettergerüst hernehmen. Ne? Die Fantasie der Kinder ist ja immer grenzenlos. Dann natürlich, was erwartet euch im November? Euch versprochen, dass wir da die Werkbank fertig bauen, haben dann auch direkt mit der Arbeitsplatte weitergemacht. Und ja, das war cool. Also erstes Mal Verzwingungsform und so eine große Platte hat ganz gut hingehauen. Bin ein bisschen verrutscht, was wiederum auch meine theoretisch tolle, schlaue Idee mit ich bohre erst alle Löcher, verleime es danach und dann ist es schon Dufte ein bisschen minimiert hat. Also die Löcher, die ich oben gebohren habe, die verziehen sich nach hinten raus ein bisschen kurvig. Also irgendwas reingeben und rechtwinklig schneiden würde nicht funktionieren. Hat auch leider quasi in der letzten, ja, ich sag mal, Strebe, wo dann noch die Alu-Röhrchen reingehen als Halterung für den Vorderzangenmechanismus, die kratzen da auch schon ein bisschen an. Also da hat es mir tatsächlich, Entschuldigung,
beim Verleimen tatsächlich das Ganze ein bisschen verzogen. Deswegen, ich glaube, wenn ich nochmal sowas bauen würde, ich würde mir tatsächlich einfach den Schlangenbohrer kaufen. Ja, der kostet Geld, aber nachher habe ich den fertig verleimt, kann da schön sauber meine Löcher reinsetzen und muss halt nur schauen, dass ich halbwegs rechtwinklig reinkomme, aber das wäre eine andere Sache. Ansonsten, der Mechanismus funktioniert, der kann echt richtig dicke spannen. Also ich habe es ja auch schon mal zum Hobeln hergenommen, das funktioniert. Also ganz, ganz cool. Ja, dann groß, wuchtig und verdammt praktisch. Den habe ich doch noch da hinten. Genau. Diesen schönen Riesenklotz. Also, er funktioniert. Er hat Spaß gemacht. War auch wieder ein schönes Massivholzprojekt. Da war es auch mal nochmal ausprobieren, wie eben meine Abrichte funktioniert. Und ja, hat Spaß gemacht. Gut, hier meine Messingelemente, die ich reingesetzt habe. Da hatte ich eigentlich gehofft, dass sie ein bisschen mehr rauskommen. Aber das sollte man vielleicht auch nicht so ein helles Holz hernehmen wie Buche, sondern halt auch irgendwie was Dunkleres wie Nuss. Das habe ich mir aber erst leider danach gekauft. Sonst, glaube ich, hätte ich da auch schon Nuss verwendet. Wäre auch ein schönes Hartholz und schwer gewesen. Also den in Nuss mit Messing hätte wahrscheinlich geil ausgesehen. Das Projekt selber, bin ich ehrlich, habe ich eigentlich aus Lückenfüller gemacht, weil ich mit der Werkbank nicht so weit gekommen bin, wie ich wollte. Und habe mir gedacht, naja, ich brauche halt irgendwie noch ein bisschen Luft, dass ich das Ganze machen kann. Allerdings hat der Scheißerle hier so viel Zeit gekostet, weil ich so viel Liebe und Detail reingesteckt habe mit der ganzen Massivholzbearbeitung, dass ich die Woche, die ich mir eigentlich darüber erkaufen wollte, gebraucht habe, um das Ding zu bauen. Aber dann kommt das Leben, wie es kommen muss, und mir ist meine Festplatte abgeschmiert. Denkst du noch so, oh, jetzt schneidest du noch schnell das Video, schaust noch an, wie sie weitermachen musst mit dem Video, fährst deinen Rechner hoch und dann sagt er, nö, ich finde das Betriebssystem gut, bla bla bla, irgendwas nicht mehr, ich fahre nicht hoch. Läuft, läuft, Leute, läuft. Ja, dann erstmal neue Festplatte gekauft. Gut, ich hatte Vorteil, dass es genau noch in der Black Week war. Dementsprechend hast du wieder alles IT-technische Sachen halbwegs zu vernünftigen Preisen gekriegt. Das war wieder total praktisch. Aber dann Rechner neu aufsetzen plus das Internet, was ich hier momentan leider noch habe. Wenn es halt dann mal, ich glaube, ich brauche für einen Gigabyte, jetzt lasst mich nicht lügen, zwischen 45 Minuten und eine Stunde. Das ist halt echt krass. Und wenn du dann halt wieder die ganzen Programme, die du halt so brauchst, runterladen musst und dann halt immer eine halbe Stunde wartest, bis das Programm runtergeladen ist. Oh, Leute, Leute, ich bin verzweifelt. Aber macht nichts. Ich habe es euch fairerweise angesagt. Ihr habt es mir auch nicht übergenommen. Habt es alle gesagt, passiert, macht nichts. Und da war ich auch echt froh drum, dass ihr das dann quasi mit Fassung genommen habt. Und dann haben wir sie halt im Dezember abgeschlossen, die Werkbank. Dann kam noch das kleine Dings mit den Schiebetürchen. Die muss ich allerdings nochmal neu machen, weil, ja, nicht nur, dass meine Kappsäge irgendwie nicht wirklich die GM auf 45 Grad gestellt hat. Gut, ich gebe es zu, ich habe es auch schnell gemacht und habe es nicht kontrolliert, ob es tatsächlich 45 Grad war. Das war wahrscheinlich also auch mein Fehler. Aber dann auch, wo ich es verleimt habe, war das ganze Ding natürlich aufgrund, weil die nicht GM gepasst haben, auch nicht exakt rechtwinklig mehr zueinander. Also habe ich es halt dann auch mal formatiert und dabei ist das Ganze aber schon so kurz geworden, dass die Türen eigentlich mehr rausfallen, als sie drin bleiben. Also da aufpassen, dass ihr das sauber macht. Aber ansonsten funktioniert es mit den Schiebetüren richtig gut. Auch überraschenderweise, meine Kleine kriegt die relativ gut auf und zu. Sie muss noch ein bisschen rauskriegen, wie der Mechanismus funktioniert. Aber das haut wunderbar hin. Ja, und dann kommen wir schon zu den letzten zwei Projekten dieses Jahres. Und das ist einmal mein Kinderwerkzeug. Und das hat super, super Laune gemacht, Leute. Und da hat mir, glaube ich, der Alvin noch ein paar nette Ideen geschrieben, was wir an Werkzeug machen können. Das werde ich nochmal nachbauen, beziehungsweise auch bauen, weil es hat einfach so viel Laune gemacht, die zu bauen. Und da war es dann auch, wo ich jetzt quasi zum ersten Mal tatsächlich mir mein erstes Massivholz gekauft habe, bin zum Massivholzhändler hier in der Nähe gefahren, habe gesagt, du, ich brauche mal ein bisschen Nuss und habe jetzt auch mal für euch, um vielleicht mal so ein bisschen immer die Angst vor diesem Massivholzkauf zu nehmen, bin da hingefahren, der hat mich ganz lieb beraten, hat gesagt, hier, was brauchst du, was hast du denn vor, hat mir eine Bohle rausgesucht, die war jetzt 2,70 Meter lang, 35 cm breit und ich glaube 35, 34 mm dick, also 3,5 cm stark. Und dafür habe ich 60 Euro gezahlt. Also das ist jetzt nicht viel und der ganze Rest steht noch da hinter euch. Und ich habe jetzt quasi für das Projekt, für das Werkzeug habe ich jetzt, glaube ich, so einen Streifen gebraucht. Und für das Weihnachtsgeschenk habe ich auch nochmal so einen Streifen gebraucht. Also ich habe da jetzt, glaube ich, von den 2,70 Meter, was sie hat, ja, lasst es jetzt mal einen halben Meter sein, verbraten. Das heißt, ich habe immer noch 2,20 Meter Nuss da hinten stehen. Das ist halt richtig cool. Also ich denke mal, das reicht noch für die nächsten Projekte, wenn ich nicht irgendwas übermäßig Großes mache, so wo ich sage, ich mache ein Schneidebrett draus und mache einen schönen Eschestreifen rein. Dann bleibt mir auf jeden Fall die Bohle noch richtig lang. Und wenn ich jetzt sage, zwei Projekte sind schon geworden und dafür haben sich die 60 Euro schon mehr als gelohnt. Also wenn ihr einen Holzhändler in der Nähe habt, schaut es gerne mal hin. Klar, natürlich braucht man entweder sein Handhobel oder eine Abrichte oder man macht es mit der Fräse etc. Also ein bisschen muss man es natürlich bearbeiten können, aber keine Scheu haben und sagen, oh Gott,
Hilfe, wie viel wird mich das Ganze kosten? Also, wo ich geschaut habe, Nuss hat so den Kubikmeterpreis um die 2000 Euro rum. Also, ihr seht, so eine Bohle am Ende damit 60 Euro ist gar nicht so dramatisch. Aber wenn man erstmal hört, oh Gott, Nuss, Kubikmeter, 2000 Euro, teuer, oh Gott, wie muss, aber oftmals ist es gar nicht so dramatisch. Also, ich habe jetzt dann noch ein anderes Projekt vor und da brauche ich noch mal ein bisschen Esche und ein bisschen Mahagoni und ja, da werden mich eine Bohle Mahagoni auch nur 150 Euro kosten. Aber wenn es dann halt hörst, dass dann der Kubikmeterpreis bei zwischen 3.000 und 4.000 Euro liegt, da sagst du dann auch so, oh, ich weiß nicht. Und wenn es dann runterbricht auf die Bohle, das müsst ihr wirklich machen, dann funktioniert das eigentlich ganz gut. Ja, und dann sind wir jetzt im Prinzip bei meinem letzten Projektvideo und dem vorletzten Video in diesem Jahr, nämlich das Last-Minute-Geschenk. Das hat auch richtig Spaß gemacht. Meine Kleine hatte einfach mal, wollte basteln, hat dann so ein Transparentpapier lustig vollgeklebt und ich dachte mir so, ha, wieder was selbstgebasteltes für Oma und Opa und so weiter, ist eigentlich ganz cool. Und wenn es schon so ein Transparentpapier ist, was es naheliegt, natürlich so ein Teelichthalter und ja, der schaut echt ganz schick aus. Also vor allem mit dem Esche und dem Mahagoni noch da innen drin. Es ist richtig hübsch geworden. Euch gefällt das, soweit ich sehe, auch. Also mit einer Like-Rate von 92% bin ich mehr als zufrieden. Ja, und das war im Prinzip das Jahr 2021 bei Bock auf Holz. Mir hat es richtig, richtig viel Spaß gemacht. Ich glaube, ihr hattet jetzt auch euren Spaß, weil wenn ich mir das anschaue, dass die meisten Bewertungen über 90% positiv sind, ich viele liebe Kommentare von euch bekomme, viele, viele liebe Likes bekomme, die Aufrufzahlen, ja, meine Güte, sind so, wie sind. Ich bin eigentlich mittlerweile so von den Ross runter, dass ich sage, ich brauche jetzt unbedingt das Video, was viral geht und sonstiges. Es soll mir Spaß machen. Wenn es mir Spaß macht, denke ich mal, macht es euch auch Spaß. Und wie gesagt, ihr dürft mir jederzeit gerne in den Kommentaren unten reinschreiben, was ihr gerne mal als Projekt sehen wollt. Wenn ich sage, das ist interessant, mache ich es definitiv. Und ich habe auch schon einen lieben Kommentar in irgendeinem Projekt gekriegt, das ich demnächst umsetzen werde. Dafür muss ich mir allerdings jetzt noch ein bisschen Holz, ein bisschen Werkzeug einkaufen. Und dann könnte es eventuell sein, dass es was für euch gibt. Aber mehr mag ich noch gar nicht verraten. Und ansonsten, ja, sollen wir noch ein bisschen Analytik wälzen? Komm, wir wälzen noch mal ein bisschen Analytik. Falls das jetzt ewig zum Laden braucht, weil, wie gesagt, mein Internet nicht der schnellste ist, dann machen wir einfach einen ganz kurzen Cut und dann geht's auch wieder weiter. Aber das schaut doch gar nicht mal so schlecht aus. In den letzten 48 Tagen, mag ich doch gar nicht wissen, kannst du mir das letzte Jahr, die letzten 365 Tage, hört sich doch gut an. Also wir haben in dem Jahr quasi, also es geht jetzt quasi vom 26.12., jetzt wisst ihr auch, wann ich das Video aufnehme, bis jetzt haben wir 55.000 Klicks geschafft. Finde ich Wahnsinn. Wir haben 2630 Stunden Wiedergabezeit. Gut, für die Monetarisierung, wenn ich dann 1000 Abonnenten hätte, würden immer noch 1400 fehlen. Aber ich denke mal, wenn ich dann nochmal 500 Leute mehr von euch habe, also nochmal 500 liebe Zuschauer, dann würde ich mal sagen, sollte das definitiv passen. Und wir haben in diesem Jahr 417 Abonnenten gemacht. Das ist richtig krass. Also wenn ich überlege, das hat ja quasi damals so im, also im letzten Jahr, Dezember, hat es ja dann so angefangen, dass das dann durch unsere liebe Pandemie, die wir leider haben, dann ein bisschen Fahrt aufgenommen hat mit den ganzen Zuschauerzahlen, Abonnenten etc. Und das ging richtig, richtig lange durch. Schauen wir mal, Abonnenten. Genau, da sehen wir es. Also hier so in den ersten Wintermonaten ging es noch richtig ab. Dann wurde zum Glück eigentlich das Wetter wieder schöner, wir durften raus. Klar, dann gehen die Zahlen runter, war auch kein Böse, weil ich wollte selber wieder raus. Ja, dann hatten wir nochmal so ein bisschen einen Peak und dann hat sich das so ein bisschen dahingedümpelt. Wo ich richtig fasziniert war, wo ich ja eigentlich im August gesagt habe, hey Leute, ich mache jetzt Pause, ihr seht von mir wahrscheinlich erstmal gar nichts und dann auch im September eigentlich nichts gekommen ist, hat es mir total die Treue geschworen und ich habe sogar noch Abonnenten gekriegt und die Zahlen sind gut dahingelaufen. Also da war ich echt richtig fasziniert und ja, jetzt klassisch, wo geht's hier wieder los, Oktober. Ja, wenn halt dann wieder das schöne Herbstwetter und Winterwetter kommt, klar, dann sind wir wieder ein bisschen mehr drin und dann geht das Ganze dann natürlich jetzt wieder mit, nimmt das Ganze wieder Fahrt auf. Also da bin ich mehr als zufrieden, was ihr hier mir Schönes beschert habt. Und nächstes Jahr machen wir einfach die 1000 voll. Ja, genau, da haben wir dann, ja, schauen wir doch einmal, was meine besten Videos sind. Ob das wirklich so einfach funktioniert, eine Frässchablone von der Oberfräse, hat in dem Jahr nochmal 9700 Aufrufe gemacht. Richtig, richtig krass. Ja, für mich persönlich eigentlich eines meiner schlechtesten Videos. Ihr mögt es. Mich freut es, wenn es euch weiterhilft, umso besser. Und ja, wenn man das mal kapiert hat, richtig cool. Mal schauen, ob ich es herausfinde. Der Heiko hat nochmal ein lustiges Video dazu gemacht, so eine Frischung, der hat die sich einfach aus Lego gebaut. Auch super spannend, dann mit Kopierringchen natürlich. Und wenn ich es finde, dann verlinke ich euch das jetzt unten noch in der Videobeschreibung mit rein. Ja, mein Linealanschlag, gut.
war irgendwo ein bisschen Kalkül, dass es ganz gut funktionieren würde, wie gesagt, aber das ist das erste Video, was ich ja gemacht habe. Das geht deutlich besser als das, wo ich eigentlich gedacht hatte, Review, also so das kurze, knackige, zusammengefasste, hätte ich eigentlich mehr hier oben erwartet, aber vollkommen in Ordnung. Ja, mein kleiner Bauex-Center, den nehme ich immer noch gerne her, ist richtig praktisch. Ich werde ihn vielleicht nochmal ein bisschen umbauen, weil ein bisschen wackelig ist er schon, also man könnte ihn nochmal verbessern. Ja, Korpusbau mit Exzenterverbindung, also ich glaube mal, da interessiert weniger der Spiegelschrank, als tatsächlich viel mehr, wie man mit Exzenterverschraubung baut, aber so soll es auch sein. Auch doch relativ coole Läufer sind hier hinten meine Halterung, beziehungsweise, doch, da hinten passt schon, von den Zöngen. Ja, sind eigentlich praktisch, also schnell gebaut, Restholz nehmen, paar Schlitze rein, sägen, fräsen und gut ist, also das kann ich euch nur empfehlen. Was haben wir denn noch so in den Top 10 drinnen? Ja, immer den gleichen Abstand. Das ist so ein Short, wo ich sage, das wäre genau das Format, wo ich weitermachen wollen würde. Dann haben wir hier auch schon eben die Hubelmaschine. Die hat sich eigentlich dafür, dass es jetzt gerade mal ein paar Monate alt ist, echt weit hochgearbeitet. Und hier tatsächlich das Video, der etwas andere Weihnachtsbaum. Der hat jetzt sogar schon mittlerweile 2000 Aufrufe in diesem Jahr geschafft. Und warte mal, gehen wir mal kurz da drauf. Ja, da sieht man eben, der hat quasi zur Weihnachtszeit 400 Aufrufe geschafft und hat jetzt nochmal 1600 Aufrufe gemacht. Und ihr seht hier mal so ab und zu ein bisschen was, also sind wir auf 600. Und jetzt ab September schon hat er so richtig Fahrt aufgenommen, über so eine Weihnachtsdecke gebaut und hat sich bis jetzt richtig gut hochgeschossen. Also da bin ich vollkommen zufrieden, wie das funktioniert hat. Jetzt müssen wir runterscrollen. Moment. Genau. Vorbereitung ist alles, also ein Short, der es gepackt hat und hier immer noch der beste Linearanschlag für euch mit 1300 Aufrufen, also ja, den hätte ich tatsächlich selber ein bisschen weiter oben gesehen, aber es ist, wie es ist. Der andere ist dafür relativ weit oben und gut geklickt, also soll mir alles recht sein. Ich denke mal, damit habt ihr mal so gesehen, wie das Ganze bei mir hier ausschaut. Ich hoffe, der Rückblick hat euch gefallen, war was für euch dabei. Wir haben jetzt dann doch schon fast ganze 50 Minuten Video. Also, wenn ihr bis dahin durchgehalten habt, Daumen hoch von meiner Seite. Wenn euch das Ganze gefallen hat, könnt ihr mir wiederum gerne jetzt ein Like geben. Dann vielleicht nochmal, wenn wir die 500 nicht haben, also wenn ihr jetzt da bis jetzt durchgehalten habt und da unten noch nicht 500 steht, es wäre so geil, wenn ihr da nochmal draufklicken würdet, dass wir einfach 2021 am 31.12. diese 500 Abonnenten geknackt hätten. Dann wäre ich auch so mega glücklich. Aber ich lasse mich überraschen. Ich werde es wahrscheinlich im Dezember selber nicht mehr mitkriegen. Aber im Januar schaue ich auf jeden Fall noch drauf, ob wir es geknackt haben. Wobei, ich werde aufs Handy schauen. Ich werde wahrscheinlich so kurz vor 0 Uhr werde ich noch mal schauen, ob wir die 500 geknackt haben. Und ich werde euch so dankbar dafür. Ich werde euch dankbar dafür. Dafür gibt es aber dann auch im Januar, wenn wir das geknackt haben, ein richtig, richtig cooles 500 Abonnenten-Special. Das kann ich euch jetzt auf jeden Fall nochmal versprechen. Da habt ihr den Versprecher. Da habt ihr den Outtake gehabt. Das kann ich euch... Ich brauche was zum Trinken. Der Mond ist voll weg. Ja, also nochmal, wenn wir die 500 jetzt im Dezember noch knacken, dann verspreche ich euch, gibt es im Januar ein richtig geiles 500-Abo-Special. Verpasst es nicht und jetzt sage ich euch nochmal, vielen lieben Dank für eure tolle Unterstützung. Macht's weiter so, schreibt's liebe Kommentare, schreibt's auch mal kritische Kommentare, habe ich überhaupt kein Problem damit. Wenn auch mal einer dabei ist, der vielleicht nicht ganz so nett formuliert ist, weil man sich aufgeregt hat, auch vollkommen in Ordnung, Leute. Jeder hat auch mal einen schlechten Tag. Ich sehe das zumindest so. Nicht jeder Kommentar muss absolut lieb sein. Er darf definitiv kritisch sein. Wenn ihr was wollt, wenn ihr euch was wünscht, auch gerne reinschreiben. Und ansonsten, ja, ich sage einfach vielen lieben Dank, dass ihr mich so unterstützt, mir tolle Sachen zukommen lässt. Und ich denke mal, dass wir nächstes Jahr nochmal richtig viel Spaß haben werden und schöne Projekte machen wollen. Das verrate ich euch allerdings erst morgen, was ich mit euch alles vorhabe im nächsten Jahr. Da ist die Liste schon wieder so lang. Mal schauen, was wir davon dann tatsächlich in dem Jahr wiederum alles schaffen, was wieder dazwischen kommt etc. Ja, aber jetzt lassen wir das Jahr ja sein. Ich wünsche euch noch einen guten Rutsch ins neue Jahr rüber. Macht das Beste draus, was das Jahr dann hergeben wird. Und wir sehen uns auf jeden Fall wieder zum nächsten Projekt hier in dieser Werkstatt. Jetzt habt ihr noch viel Spaß in eurer Werkstatt. Und wir sehen uns. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Patrick. Servus.